Seit Jahren werden Immobilien vor allem in Großstädten immer teurer. Die Folgen? Die Mieten steigen und Wohnraum wird zum Spekulationsobjekt. Langjährige Mieter sind da oft im Weg. Ich lebe seit 19 Jahren hier, ich habe das Ding renoviert. Ich habe beide Kinder in dem Berliner Zimmer bekommen und das ist zu Hause. Leben in den eigenen vier Wänden, statt weiter Miete zu zahlen. Wie viele Deutsche träumte auch Familie Baumgärtner von ihrem Haus. Doch ihr Hausbau wurde zum Albtraum. Ich kann eigentlich nur sagen, dass einen das ohnmächtig macht. Eine günstige Wohnung zu finden, war in deutschen Großstädten nie einfach. Für manche, wie zum Beispiel junge Familien, ist es aber inzwischen fast unmöglich geworden. Wer kein Spitzenverdiener ist, wird auf dem städtischen Wohnungsmarkt regelrecht abserviert. So eine durchschnittliche Familie, wie wir es sind, no chance. . 2015 sucht Karin Werner im Allgäu in der Nähe von Kempten eine neue Wohnung. Wie üblich nutzt sie dafür verschiedene Online-Angebote. Auf eBay Kleinanzeigen wird sie fündig. Eine passende Wohnung wird hier für 400 Euro angeboten. Dachgeschoss, Balkon, Südwestseite, bezahlbar, geradezu fast schon billig. Sofort ruft sie die angegebene Telefonnummer an und erreicht den vermeintlichen Vermieter. Noch für den gleichen Tag bekommt sie einen Besichtigungstermin. Im Haus empfängt sie einen Mann und zeigt ihr die Wohnung. Man einigt sich über die Mietzahlung und den Einzugstermin. Die monatelange Suche scheint ein Ende zu haben. Als ich kam, hat er mir den Mietvertrag gleich zum Unterschreiben hingelegt, mit der Bitte, ihm damals auch gleich die Kaution bar zu geben. Und das Ganze ging eigentlich ziemlich ratzfatz über den Tisch. Karin Werner ist sicher. In wenigen Wochen hat sie hier ein neues Zuhause. Ich war super glücklich, eine Wohnung zu haben und so eine, die mir auch noch gefällt und so schnell. Und ich war der glücklichste Mensch. Deshalb kündigt sie ihre alte Wohnung und bereitet den Umzug vor. Als sie jedoch wenige Tage vor dem geplanten Termin noch einmal an ihrer neuen Wohnung vorbeikommt, sieht sie eine junge Frau auf dem Balkon und spricht sie an. Auf meine Frage, wer sie denn sei. In meiner vermeintlichen Wohnung hat sie mir eben gesagt, dass sie dort wohnt. Wie sich herausstellt, hat der Vormieter die Wohnung angeboten, mehrfach Geld kassiert und ist verschwunden. Erst habe ich es nicht geglaubt, dann war ich schockiert und dann war ich obdachlos. Also um es kurz zusammenzufassen, es war ein Albtraum. Betrug mit Wohnungsanzeigen soll im Internet immer häufiger stattfinden. In Köln macht sich unsere Reporterin Maren Boje dazu auf die Suche. Sie findet dieses Angebot einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Kölner Zentrum. 635 Euro soll die Wohnung kosten. Der Anbieter antwortet prompt auf Englisch, er lebe in London und könne nicht persönlich nach Köln kommen. Die Wohnung aber könnten wir haben, wenn wir vorab die Kaution und eine Miete überweisen. Zum Schein gehen wir darauf ein und erhalten per Mail einen Mietvertrag. Darauf das Logo der Ferienwohnungsvermittlung Airbnb. Wie sich zeigt, eine Fälschung. 1.270 Euro sollen wir nach London überweisen. Das tun wir nicht und machen uns auf den Weg zur im Mietvertrag genannten Adresse. Die ist gleich gegenüber dem Kölner Dom. Tatsächlich gibt es hier ein Mietshaus mit 8 Parteien. Um herauszufinden, ob darin eine Wohnung frei ist, klingeln wir und werden ins Haus gelassen. Wir treffen den ehemaligen Dompropst Norbert Feldhoff. Dass hier ein Londoner Architekt eine Wohnung hat, schließt er aus. Dieses Haus ist vom Domkapitel gebaut worden und weder das Grundstück noch dieses Haus sind jemals in Privatbesitz gewesen. Das ist absoluter Schwindel. Nichts anders. Das Kölner Wohnungsangebot, ein sogenannter Vorkassebetrug. So wie hier im Allgäu. Auch Patricia Österreicher hat das erlebt. Wir haben uns mit dem Herrn getroffen, haben die Wohnung besichtigt, haben einen Mietvertrag unterschrieben, haben eine Kaution in bar abgegeben und wollten dann eigentlich hier einziehen. Die Studentin ist auf dasselbe Wohnungsangebot reingefallen wie Karin Werner. Als sie den vermeintlichen Vermieter nicht mehr erreicht, wird sie misstrauisch und spricht mit anderen Hausbewohnern. Eine Telefonnummer konnten wir ausfindig machen und haben da dann einfach mal angerufen. Das hat sich dann herausgestellt, dass es die Hausmeisterin ist und die hat uns dann erzählt, dass es gar nicht der eigentliche Vermieter ist, sondern nur ein Mieter, der in der Wohnung gelebt hat. Der Betrüger hat gleich mehrfach Kaution und Miete für die Wohnung kassiert, auch von Karin Werner.
Nachdem sich die Schockstarre etwas gelöst hat, kam eine unbändige Wut in mir hoch. Und meine erste Idee war Polizei. Ich muss den Mann anzeigen. Das tut Karin Werner dann auch und hat Erfolg. Wie sich später zeigt, wird der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt. Doch die Wohnung ist für sie verloren. Patricia Österreicher hat mehr Glück. Sie erreicht die tatsächlichen Vermieter und kann ihre Notlage schildern. Sie kannten uns natürlich nicht. Sie wollten auch erstmal Informationen über uns. Und wir haben dann E-Mail-Kontakt gehalten und telefoniert. Und die waren dann wirklich so nett und haben gesagt, okay, wir kennen euch zwar nicht, wir haben euch noch nie gesehen, aber ihr dürft trotzdem einziehen. Für Karin Werner sieht es schlechter aus. Ihr droht Obdachlosigkeit. Ich hatte ja in keinster Weise irgendeine Alternative. Die einzige, die sich auf die Schnelle angeboten hat, war der Einzug bei meinem Vater in mein altes Kinderzimmer, was ich dann auch getan habe, zumal ich ja auch wusste, ich habe so lange gesucht, dass das jetzt nicht auf die Schnelle irgendwo jetzt plötzlich wieder die nächste Wohnung am Horizont erscheint. Wieder beginnt für sie die Wohnungssuche, wie für 100.000 andere in Deutschland. In Berlin besuchen wir Immobilien-Scout24. Circa 7 Millionen Menschen sollen pro Monat auf den Internetseiten des Unternehmens nach Wohnungen suchen. Wir wollen wissen, wie sie dabei geschützt werden. Jeden Tag werden hier Anzeigen von Betrügern entdeckt. So, ich zeige Ihnen mal, wie so ein Betrugsobjekt ausschaut. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel aus Heidelberg. Und Sie sehen schon, ein sehr günstiger Preis für eine sehr, sehr gute Lage, nämlich in der Heidelberger Altstadt. Eine 43 Quadratmeter große Wohnung wird hier für knapp 400 Euro angeboten. In der Objektbeschreibung sehen Sie, dass die Wohnung sehr, sehr gut ausgestattet ist, auch mit sehr, sehr vielen technischen Geräten, was bei einem Preis für 400 Euro wirklich sehr unrealistisch ist. Die Anzeige wurde als unseriös erkannt und gelöscht. Alle Betrugsobjekte findet das Unternehmen aber nicht. Wir zeigen das falsche Angebot, das wir in Köln gefunden haben. Hier haben die Schutzfilter versagt. Etwa 1000 solcher Anzeigen werden pro Monat erkannt und gelöscht. Eine Verfolgung der Inserenten findet jedoch nicht statt. Wir verfolgen die Spuren dann nicht weiter zurück und wir arbeiten zwar sehr eng auch mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen, aber nach unserem Kenntnisstand konnte bislang keiner der Täter ermittelt werden. Da verläuft sich die Spur dann tatsächlich im Internet. Die Täter passen ihre Masche immer wieder an. Um ihnen nicht in die Falle zu gehen, helfen ein paar einfache Tipps. Man sollte darauf achten, ob der Preis realistisch ist für die Lage, ob die Objektbeschreibung zu den Fotos passt und Finger weg in jedem Fall, wenn Vorkasse verlangt wird. Zurück im Allgäu. Hier ist Karin Werner 2015 auf einen Vorkassebetrüger reingefallen, hat dabei Geld und Wohnung verloren. Ihr Schicksal macht schnell die Runde. Das ist ein kleines Dorf, hat sich natürlich sofort die Geschichte rumgesprochen und so sind auch die Vermieter, also die richtigen Vermieter des Hauses, darauf aufmerksam gemacht worden. Und die haben mich dann versucht zu kontaktieren und haben mir angeboten, dass sie ihre Ferienwohnung räumen und wenn ich möchte, darf ich in die Ferienwohnung unten einziehen bei ihnen, dass ich eine Wohnung habe, dass ich eine Bleibe habe. Für Karin Werner wendet sich so schließlich doch noch alles zum Guten. Sie hat wieder eine eigene Wohnung und das in dem Haus, in das sie von Anfang an einziehen wollte. Ich habe jetzt super nette Vermieter, ich habe eine super schöne Wohnung und letztendlich Happy End. Doch auch wer schon seit vielen Jahren in seiner Wohnung lebt, kann gezwungen sein, um sein Zuhause zu kämpfen. In Berlin erleben Maike Ahlers und Sven Fischer das schon seit einigen Jahren. Ich lebe seit 19 Jahren hier, ich habe das Ding renoviert, ich habe beide Kinder in dem Berliner Zimmer bekommen. Wir haben eine WG, wir wollten so zusammenleben und das ist zu Hause. Doch ihr Zuhause ist in Gefahr, seit 2013 ein Investor das Haus im Stadtteil Prenzlauer Berg kaufte und sofort die Modernisierung ankündigt. Die Baumaßnahmen begannen vor 2,5 Jahren circa. Und es war wirklich, also die Einrüstung, das waren noch keine Baumaßnahmen, das war wirklich die erste physische Entmietungsmaßnahme, weil dadurch einfach die Leute wirklich demoralisiert und auch körperlich geschädigt werden sollten. Und der Zweck wurde erreicht. Nach 8 Monaten wurde die Folie entfernt, da war das Haus halb leer. Von ehemals 30 Mietparteien sind sie als einzige noch da. Außer ihrer wurden bereits alle Wohnungen modernisiert und wieder als Teileigentum verkauft. Die Altbauwohnung hat 7 Zimmer, ist 166 Quadratmeter groß.
Nach der Modernisierung wird sie für die Bewohner kaum noch bezahlbar sein. Die Kaltmiete soll von 644 Euro auf 2.375 Euro erhöht werden. Die Steigerung um 1.731 Euro wird mit Modernisierungskosten begründet. Wir haben bisher 644 Euro netto Kaltmiete plus 180 Nebenkosten und dann natürlich haben wir selber unsere Gas- und Stromabschläge bezahlt. Wenn man das anschaut, ist es im Mietspiegel normal für den Prenzlauer Berg. Wenn man natürlich auf die Neuvermietung guckt oder auf andere Städte, dann kriegt man einfach nur den Moment und sagt, ah, was wollen die denn? Bezahlbarer Wohnraum ist alles, was Maike Ahlers und Sven Fischer wollen. Und damit sind sie nicht allein. In fast allen Großstädten werden Altmieter aus ihren Stadtvierteln verdrängt, wie die Bewohner der Kopenhagener Straße 46. Hier lebten Studenten, Rentner, Angestellte und Freiberufler. Die Hausgemeinschaft, bunt gemischt, aber nicht einkommensstark. Als das Haus von einer Erbengemeinschaft verkauft wurde, machte der neue Eigentümer den Bewohnern sofort klar, dass sie verschwinden müssen. Aber abends um 20 Uhr, alle saßen mit ihren Kindern beim Abendbrot. Und da kam der Bote und brachte wirklich nahezu allen Familien hier eine fristlose oder fristgemäße Kündigung aus völlig konstruierten Gründen. Und da war natürlich die Empörung, die Angst und die emotionale Bewegung bei allen riesengroß. Die Hausgemeinschaft versucht, sich gegen den Rausschmiss zu wehren, macht mit Aktionen auf ihre Lage aufmerksam, hofft auf Hilfe. Als das Haus für Monate zur Baustelle wird, gibt einer nach dem anderen auf. So funktioniert Entmietung. Fischer bleibt und schreibt einen Online-Blog über das, was hinter den Planen in der Kopenhagener 46 geschieht. Leute, die vorbeigegangen sind, haben uns überhaupt nicht wahrgenommen. Die haben einfach nur ein Haus gesehen, was hinter Bauplane versteckt ist und sind davon ausgegangen, alles klar, hier wird eben gebaut. So wie es in vielen Stellen dieser Stadt ja auch üblich ist. Und wir wollten eben zeigen, nein, hier wird nicht gebaut, sondern hier werden einfach Menschen vertrieben. Doch wer steckt dahinter? Neuer Eigentümer des alten Hauses ist eine Firma des Immobilieninvestors Christmann Unternehmensgruppe. Wie sich die Geschäftsführer Wulf und Bert Christmann die Wohnungen in der Kopenhagener Straße vorstellen, zeigen sie auf ihrer Internetseite. Eigentumswohnungen, schick, schön und teuer. Der Berliner Mieterverein kennt viele solcher Fälle. Immer wieder werden Häuser so teuer luxussaniert, dass die Altmieter ihre Wohnungen einfach nicht mehr zahlen können und ausziehen müssen. Modernisierung dient leider im Moment tatsächlich ganz häufig zur Realisierung höherer Renditen und das funktioniert meistens dann mit der Vertreibung der Mieter. Im Moment können 11% der Investitionen auf den Mieter abgewälzt werden. Das führt im Einzelfall, weil es ja ausschließlich kostenabhängig ist, zu ganz exorbitanten Mietsteigerungen. Auch in der Kopenhagener Straße geht der Investor so vor und das nicht zum ersten Mal. Dieser Investor ist sicher bei den Objekten, die er in Angriff genommen hat, schon eine besondere Spezies, das muss man klar sagen. Er geht ganz besonders rabiat vor. Aber es ist insofern keine Ausnahme, weil das Geschäftsmodell sehr weit verbreitet ist. Gegen das Vorgehen der Investoren Christmann haben sich die letzten Altmieter lange gewehrt. Doch jetzt steht die Modernisierung ihrer Wohnung bevor. Ich gehe davon aus, dass sie am Ende in allen Zimmern was machen und die Heizung raus. Es wird Dreck sein, es wird kalt sein. Wir laufen dann irgendwie über eine Baustelle die ganze Zeit. Ich stelle mir das als absoluten Horror vor. Ich hoffe einfach nur, dass ich das mit den Nerven durchhalte. Die Nerven liegen bereits blank, denn es geht um mehr als eine Wohnung. Es geht um ihre Heimat. Jeder, der hier nach Berlin kommt, der hat irgendwo ein Zuhause, wohin er zurückgehen kann. Ich nicht. Ich bin hier geboren. Ich kann nirgendwo anders hin. Und so geht es mir auch, wo ich denke, das ist die Stadt, in der ich geboren wurde, lebe und es ist meine Stadt. Und ich will hier nicht weg, jedenfalls wenn, dann entscheide ich das. Und das sind alle Menschen, die hier nicht weg wollten, die einfach nur irgendwann gesagt haben, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. Zwei Wochen später. In der Wohnung von Maike Ahlers und Sven Fischer sind die Arbeiten in vollem Gang. Ihr Zuhause hat sich in eine Baustelle verwandelt. Alles ist in Kisten verpackt, die Möbel unter Plastikplanen. Eigentlich ist die Wohnung unbewohnbar. Ihre beiden Töchter haben sie bei Freunden untergebracht. Maike Ahlers und Sven Fischer aber wollen auf keinen Fall die Wohnung verlassen und leben mit Lärm und Dreck hier weiter. Leute, die ihre Wohnung verlassen haben für eine Modernisierung, da werden sofort die Wände, die Decken, die Fußböden rausgerissen. Die Wohnung ist dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass man in der Wohnung drin bleibt, dass die Bauarbeiten die ganze Zeit unter Kontrolle sind. Doch die Kontrolle in der eigenen Wohnung zu behalten, ist schwierig, wenn gleichzeitig in jedem Zimmer gearbeitet wird.
Alle Fenster sollen ausgetauscht werden. Circa 10 Männer sind in der Wohnung beschäftigt. Deutsch spricht nur einer von ihnen. Die Arbeiter kommen aus Osteuropa und können nur ihre Landessprache. Kommunikation ist so kaum möglich. Du verlierst die Kontrolle, weil du nicht persönlich mit den Leuten sprechen kannst und nur mit dem einen und du weißt nicht, was der hin und her übersetzt. Und du hörst dann zwischendurch nicht, was wirklich passiert. Also du weißt es einfach nicht. Wir dürfen die Arbeiter nicht filmen. Sie wollen oder dürfen mit uns nicht sprechen. Zum Geschehen im Haus haben wir die Eigentümer, die Brüder Christmann, um eine Stellungnahme gebeten, doch keine Antwort erhalten. Zurück in der Kopenhagener Straße 5 Wochen später. Der Austausch der Fenster ist hier abgeschlossen. Die Wohnung ist für die ganze Familie wieder bewohnbar. Doch die neuen Eigentümer machen Druck. Es war nach einer Woche durch, aber allerdings war dann auch am Freitag waren die Bauarbeiten abgeschlossen und am Montag war dann schon die Mieterhöhungsklage drin. Die Kosten der fertigen Arbeiten werden anteilig auf die bisherige Miete addiert. Das Ergebnis? Für Ahlers und Fischer untragbar. Die neuere Modernisierungsankündigung. Und da sind eben auch wieder die ganzen endlosen Posten der energetischen Maßnahmen. Und wir landen am Ende da wirklich bei einer Miete von 2.783 Euro. Mehr als das Dreifache ihrer bisherigen Miete. Ahlers und Fischer glauben, die Modernisierungskosten seien so hoch angesetzt, um sie zu vertreiben und wehren sich mit juristischen Mitteln. Den Streit zwischen Mieter und Investor wird ein Gericht entscheiden. Wir wollen immer noch hierbleiben. Wir werden auch die nächsten Gerichtsprozesse, die anstehen, auf den verschiedenen Instanzen auch angehen. Wir werden da einfach auch wieder öffentlich machen und gehen hier einfach weiter. Wir bleiben noch hier. Innerstädtisch und bezahlbar. Wer mit diesen Kriterien nach einer Wohnung sucht, braucht viel Zeit und gute Nerven. Jasmin und Niklas suchen bereits seit Monaten in Köln nach einem neuen Zuhause. Die beiden sind 27, ihr Sohn Samuel 1,5. Ihre Wohnung ist jetzt schon zu klein und die Familie wird größer. Ich bin wieder schwanger und wir haben jetzt hier aktuell zwar 3 Zimmer, aber nur, ich glaube, 56 Quadratmeter. Und das ist einfach mit 2 Kindern dann zu eng. Das Paar hat sich bewusst entschieden, Früheltern zu werden, obwohl sie noch studieren. Jasmin auf Lehramt, Niklas Wirtschaftsinformatik. Beide gehen auch arbeiten und erhalten BAföG. Bis zu 1.100 Euro können sie so für die Miete aufbringen. Jeden Tag suchen sie nach Wohnungsangeboten, doch oft werden sie nicht einmal zu Besichtigungen eingeladen. Das ist echt krass. Also wir haben bald 3-stellig, glaube ich, Anbieter kontaktiert und angeschrieben, angerufen, Mails geschickt. Und Besichtigungen hatten wir 1-stellig. Wir begleiten Jasmin und Niklas mit der Kamera bei ihrer Suche. Selber führen sie ein Videotagebuch über ihre Erlebnisse. Wir wollen sehen, wie es ist, in einer deutschen Großstadt eine neue Wohnung finden zu müssen. Wir haben ja hier so eine Bewerbungsmappe erstellt und da haben wir dann zum Beispiel eine Mieterselbstauskunft, die wir schon ausgefüllt haben, komplett mit unseren Angaben. Die Mappe mit Informationen über sie soll ihre Chancen verbessern. Ja, das macht auf jeden Fall mehr Eindruck, als wenn man einfach nur so zur Besichtigung hingeht. Endlich wieder ein Besichtigungstermin. Wieder ist die Hoffnung groß. Das sind 3 Zimmer und ein schönes großes Wohnzimmer, wo wir auch ein Spielzimmer mit integrieren könnten zur Not. Und vor allem zwei Schlafzimmer, quasi ein Kinderzimmer, ein Erwachsenenzimmer. Die angebotene 3-Zimmer-Wohnung hat 81 Quadratmeter und soll 1.030 Euro warm kosten. Größe und Miete würden also passen. Bei der Besichtigung ist die Konkurrenz jedoch groß. Etliche andere Interessenten sind bereits da. Die Wohnung erscheint abgewohnt. Das Bad im Originalzustand aus den 60er Jahren. Die Badewanne total verkalkt. Jasmin und Niklas sind sichtlich enttäuscht. Es war halt sehr dreckig einfach. Das Bad war klein, dunkel, gelb gestrichen. Die Badewanne war katastrophal. Mehr Kalk als Wanne. Und mehr Schmutz, ne? Und wer da vorher drin gewohnt hat, will man eigentlich dann auch gar nicht wissen. Gefallen hat die Wohnung nicht, aber sie ist größer. Deshalb haben sie ihre Bewerbung abgegeben. Junge Familien haben es besonders schwer. Das erleben sie immer wieder. So, mich hat tatsächlich gerade jemand angerufen und wollte mir eigentlich einen Besichtigungstermin anbieten. Als ich dann gesagt habe, dass wir quasi zu viert in die Wohnung einziehen werden, beziehungsweise dass das Baby eben dann zeitnah folgen würde, hat er direkt gesagt, gut, dann kann er mir leider keinen Termin anbieten, weil die Wohnung seiner Meinung nach zu klein ist für 4 Personen.
Ja, darüber bin ich jetzt ziemlich traurig. Aber es geht weiter, wir müssen einfach weiter suchen. Nur noch rund 3 Monate, bis das Baby kommt. Jasmin lässt keine Chance ungenutzt. Heute nimmt sie an einer offenen Besichtigung teil. Der Termin wurde mit der Wohnungsanzeige veröffentlicht. Etliche Bewerber sind erschienen. Fast eine Stunde haben Jasmin und Samuel im Treppenhaus warten müssen, bevor sie in die Wohnung kommen. Weil die von Größe und Preis passt, gibt sie ihre Bewerbung ab. Doch auch von diesen Vermietern wird Jasmin nie wieder etwas hören. Traurige Realität in vielen Städten. Alleine in Köln sollen rund 20.000 Wohnungen fehlen. Und dagegen hilft nur Bauen. In Nippes im Kölner Norden befindet sich das größte Neubaugebiet der Stadt. Auf dem Gelände einer längst geschlossenen Gummi- und Kabelfabrik entsteht in einem ehemaligen Arbeiterviertel ein neues Stadtquartier. Wir treffen Franz Josef Höing, Baudezernent der Stadt Köln. Rund 1.200 neue Wohnungen entstehen auf der größten Baustelle der Stadt. Doch nur knapp 300 davon sind öffentlich gefördert und werden niedrige Mieten haben. Wir wollen wissen, warum so wenige. 300 klingt jetzt in der Summe, wenn man den Bedarf im Hinterkopf hat, erstmal klein, aber es ist ein wichtiger Beitrag. Die privat finanzierten 9 Wohnungen hier kosten über 11 Euro pro Quadratmeter Miete. Zu teuer für viele Kölner. Die Stadt hat ja Beschlüsse auch dazu gefasst, jedes Jahr 1.000 Wohnungen zu fördern. Das schaffen, haben wir im letzten Jahr geschafft. In diesem Jahr liegen wir ein bisschen drunter. Mein Eindruck ist, auch das muss man schrittweise noch erhöhen auf 1.500. Ja, das ist ehrgeizig, aber vielleicht auch schaffbar in den nächsten Jahren. Der größte Teil des hier entstehenden Wohnraums ist privat finanziert und soll Gewinn erwirtschaften. Reiche bauen für Reiche nennt das der Mieterverein und fordert, dass bei solchen Projekten 70% öffentlich geförderter Wohnraum entsteht. 70% ist ein schöner Wunsch, der hört sich schön an. Aber warum ist er unrealistisch? Ja, weil wir das auch irgendwie auf einer ökonomischen Ebene abbilden müssen, ja. Weil die Stadt nicht genug Geld hat, bauen hier private Investoren und das sieht dann so aus. Moderne Reihenhäuser mit rund 120 Quadratmetern Wohnfläche. Im familienfreundlichen Stadtteil Nippes würden auch Jasmin und Niklas gern mit ihren Kindern wohnen. Doch für Mieter wie sie ist selbst das alte Arbeiterviertel so nicht mehr bezahlbar. Verkauft wurden die Häuser für ca. 700.000 Euro. Die Miete liegt weit über 2.000 Euro. Ich glaube halt auch einfach, dass hier so der typische Mensch, wo ich sagen würde, der zieht hier wahrscheinlich ein, hat vermutlich 2 Einkommen. Also irgendwie die Frau ist Anwalt und der Mann ist Arzt oder irgendwie sowas. Das wäre so das typische Klischee, was mir jetzt spontan einfällt, wer sich das vielleicht leisten kann. Aber ich glaube, so eine durchschnittliche Familie, wie wir es sind, no chance. Über ein halbes Jahr sitzt sie schon erfolglos auf Wohnungssuche. Jetzt haben sie ihre finanzielle Situation noch einmal durchgerechnet und ihr Budget für die neue Miete erhöht. Von daher müssen wir wahrscheinlich einfach letztendlich doch ein bisschen tiefer in die Taschen greifen und dann einfach monatlich ein bisschen was abknapsen und hoffen, dass es auch so reicht und wir gut hinkommen. Vielleicht ein bisschen mehr Überstunden machen. Wenige Tage später, endlich eine neue Besichtigung. Zum ersten Mal haben Jasmin und Niklas einen Einzeltermin. 3 Zimmer, 81 Quadratmeter für 1.145 Euro. Viel Geld für das junge Paar, aber die vollständig modernisierte Wohnung begeistert sie. Voller Hoffnung geben sie ihre Bewerbung ab. Mir hat die Wohnung super gut gefallen. Also wenn man da reinkommt, fühlt man sich direkt wohl. Auch allein das Badezimmer, das hat mich persönlich total begeistert, neben der Größe der Wohnräume. Das war einfach richtig wie so eine kleine Wohlfühloase. Und ich habe auch eben am Ende der Besichtigung gesagt, ich will gar nicht nach Hause gehen, ich schlafe jetzt hier auf dem Boden, bis wir einziehen. Voller Optimismus hoffen sie auf eine Zusage. Doch ihre Hoffnung wird wieder enttäuscht. Nach einer Woche kommt eine Absage. In wenigen Wochen werden sie zu viert sein und weiter auf 56 Quadratmetern leben müssen. Ich habe so langsam aber sicher die Hoffnung verloren, eine Wohnung in der Stadt zu finden, die das mietet, was wir brauchen als junge Familie. Ich glaube, die finden wir hier nicht und muss mich mit dem Gedanken anfreunden, aus Land zu ziehen. Jasmin will jetzt erst einmal ihr Baby bekommen. Dann, sagen sie, wird sich zeigen, ob sie nicht doch noch eine bezahlbare Wohnung finden. Ein Wunsch, den sie mit Hunderttausenden in Deutschland teilen. Statt Mietwohnung in der Stadt, ein Eigenheim im Grünen. Davon träumten auch Klaus Baumgärtner und seine Familie in Selzen in der rheinhessischen Provinz.
Doch ihr Traum ist geplatzt, denn beim Bau des Hauses ist jede Menge schiefgelaufen. 2010 bezog die Familie ihr Eigenheim, doch schnell werden Baumängel sichtbar. Nach starker Schimmelbildung ist das Haus unbewohnbar und die Familie muss nach nur 6 Jahren wieder ausziehen. Die Folgen der jahrelangen Auseinandersetzung mit der Baufirma sind Bianca Götter deutlich anzumerken. Ich kann eigentlich nur sagen, dass einem das ohnmächtig macht und ja, eigentlich vom Wohlfühlhaus, Traumhaus zu einem Albtraum geworden ist und dass wir auch innerhalb von der Familie durch den ganzen Stress und die letzten 7 Jahre nicht mehr zur Ruhe finden und wir jetzt wirklich eine Grenze erreicht haben, wo es einfach nicht mehr geht. Die Schimmelsanierung ist beendet, doch es gibt noch etliche weitere Probleme, die der Bauherr unserem Reporter Jochen Schulze zeigt. Überall im Haus sind tiefe Risse in den Wänden und die machen Klaus Baumgärtner Sorgen. Hier sieht man auch hier den starken Riss. Und die Risse sind ja durchweg auch durchgängig. Der Konditormeister hat Angst, mit seiner Familie hier wieder einzuziehen. Auch nach mehreren Gutachten ist die Ursache der Risse unklar. Letztendlich reißt das Haus in der Weide, wie man sieht. Ich denke, es ist einfach Fusch. Schlichtweg gefuscht, weil hier stimmt ja nicht nur einiges nicht, hier stimmt gar nichts. Doch wie ist es so weit gekommen? 2009 beschloss das Ehepaar, ein Haus zu bauen. Nach vielen Überlegungen, Musterhausbesichtigungen und Gesprächen entschieden sie sich für ein Angebot der Firma Kernhaus. Wir haben uns für dieses Haus entschieden und mit der Firma Kern zu bauen. Etwas über 200.000 Euro soll das Haus mit 7 Zimmern kosten. Die Bauherren fühlen sich sicher und unterschreiben den Bauwerkvertrag, in dem die zu erbringenden Bauleistungen vereinbart sind. Dabei spielt eine wichtige Rolle, dass die Firma Kern mit ihrer langjährigen Erfahrung im Hausbau wirbt. Doch seit das Haus steht, reklamiert Klaus Baumgärtner Baumängel und fordert ihre Beseitigung. Aber das Unternehmen beurteilt die Lage anders. Probleme mit der Statik des Hauses gäbe es nicht und die Risse könnten verspachtelt und überstrichen werden. Längst beschäftigt der Streit die Justiz. Das Amtsgericht Mainz hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, was hier schiefgelaufen ist. Die Auseinandersetzung belastet die Familie, auch die 9-jährige Jamila. Also es ist schon so, dass man nichts mehr machen kann, weil es nur noch das Thema Haus gibt hier und man halt so eigentlich vom Jahr nichts mehr hat, also nichts mehr Familiäres hat. Weil das Haus unbewohnbar ist, lebt die Familie im Nachbarort bei Jamilas Oma. Bianca Götters Mutter hat die Familie aufgenommen. Der Kampf um das Haus ist zu einer großen finanziellen Belastung geworden, doch die Familie hält zusammen. Ach ja, was werde ich denn machen wollen? Wenn es nicht anders geht, sollen sie bleiben. Aber ich hoffe, dass das mal vorangeht. Bis dahin dient zusätzlich ein Wohnwagen vor dem Haus der Familie als Notlösung. Jamila kann hier nach der Schule ihre Hausaufgaben erledigen und Klaus Baumgärtner hat sein Büro eingerichtet. Der jahrelange Streit mit der Baufirma füllt bereits mehrere Aktenordner. Wenn er heute die Werbung der Firma Kernhaus liest, klingt das für den Familienvater wie Hohn. Zu Hause angekommen, ja, ich stehe hier im Wohnwagen bei 8 Grad minus draußen, ja. Und dann, wie lautet der Slogan? Weil Familienleben mehr braucht als nur ein Dach über dem Kopf. Soll das jetzt heißen, man braucht einen Wohnwagen, wenn man mit Kern baut? So hatten sie sich ihre Zukunft nicht vorgestellt, als sie vor gut 7 Jahren beschlossen zu bauen. Doch aufgeben können sie sich nicht leisten. Alle Ersparnisse und dazu noch Kredite stecken in ihrem Haus. Die letzte Hoffnung, die ist ganz einfach. Das ist das Gerichtsgutachten, dass wir eigentlich täglich warten, dass da ja, ich sag mal, die ganzen Mängel auch wirklich dargestellt sind, aufgeführt sind, die man ja letztendlich mit dem bloßen Auge mittlerweile erkennt. Und das ist wirklich unsere letzte Hoffnung. 3 Wochen später. Das Gerichtsgutachten liegt endlich vor. 30.000 Euro teuer, 300 Seiten dick, 4 Monate Bearbeitungsdauer. Das Ergebnis des gerichtlich bestellten Sachverständigen. Kurz und knapp, eigentlich ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden, ich kann es Ihnen hier auch nochmal schwarz auf weiß zeigen, beträgt ganz genau 295.167 Euro, so ist es beziffert. Ja, heißt,
wirtschaftliche Totalschaden. Die Sanierungskosten betragen laut Gutachten knapp 300.000 Euro. Das Haus hat allerdings nur gut 200.000 Euro gekostet. Ja, es bestätigt das, was wir seit Jahren vermuten, dass nur, was die Firma wollte, Risse zuschmieren und fertig, dass es bei Weiden nicht so ist. Manuela Reibold-Rohlinger erlebt solche Fälle immer wieder. Der Juristin haben wir das Gutachten geschickt. Ihre Meinung ist eindeutig. Ich denke schon, dass man von Baufusch sprechen kann und auch muss. Es sind erhebliche Baumängel vorhanden. In dieser Massivität und Vielzahl habe ich das auch wirklich selten gesehen. Reibold Rohlinger ist Vertrauensanwältin des Bauherrenschutzbundes. Von der Situation im Haus wollte sie sich selbst überzeugen. Und wenn ich zum Beispiel sowas sehe, bin ich schon überrascht. Und für mich ist das ein echtes statisches Problem. Ich frage mich halt nur, warum, wenn man das so baut, man behaupten kann, es sei kein Problem mit der Standsicherheit vorhanden. Ein Raum weiter der nächste gravierende Baumangel. Der Beton in der Wand ist laut Gutachten nicht richtig eingefüllt worden. Die Expertin weiß, was hier falsch gemacht wurde und kennt die Konsequenzen. In dem Bereich ist der Beton nicht verdichtet worden. Es sind sogar richtige Löcher vorhanden. Wie soll das denn tragen? Das Gutachten zeigt, hier haben Handwerker, Bauleitung und Qualitätskontrolle versagt. Das ist schon ein sehr besonderes Gutachten, denn selten ist es so, dass die Mangelbeseitigungskosten wesentlich über dem ursprünglichen Preis für dem Haus liegen. Also hier ist es ja, Sie haben 216.000 Euro bezahlt, knapp 300.000 soll jetzt die Sanierung kosten. Da muss man sich die Frage stellen, ob eine Sanierung überhaupt Sinn macht. Mit dieser Frage fahren wir nach Ransbach-Baumbach. Hier ist die Zentrale der Firma Kernhaus. Jahrelang hat das Unternehmen gravierende Baumängel bestritten. Die Beschwerden galten als überzogen. Zum Interview treffen wir Bernhard Sommer, den Vorstandsvorsitzenden, und Thorsten Hoppen. Er hat den Vertrag mit den Bauherren abgeschlossen. Heute klingt hier alles ganz anders. Das, was hier passiert ist, das ist nicht Standard bei Kernhaus. Das ist eine Ausnahme, es ist passiert, dazu stehen wir und genau deshalb wollen wir jetzt helfen. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen will das Unternehmen das vorliegende Gerichtsgutachten anerkennen. Endlich gute Nachrichten für die Bauherren. Auch der Geschäftsführer bestätigt, alle festgestellten Mängel sollen beseitigt werden. Wir werden genauso wie das Gutachten es fordert, die Nacharbeiten angehen. Es ist ja ziemlich detailnah beschrieben. Und sicherlich wird die seine Kosten, ich sag mal, mit dem Umfang in der Höhe auslösen. Aber da stehen wir zu unserem Versprechen. Mit diesen Aussagen machen wir uns wieder auf den Rückweg nach Selzen. Hier zeigen wir den Bauherren und Rechtsanwältin Manuela Reibold-Rohlinger das Interview. Über die eindeutige Sanierungszusage der Firma Kernhaus sind alle überrascht. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen fällt es der Familie noch schwer, an ein Happy End zu glauben. Dann sollen die Herren das ordentlich sanieren, ja, beziehungsweise wiederherrichten, beziehungsweise neu bauen. Die Skepsis ist groß, der Ärger sitzt tief. Auch Rechtsanwältin Reibold-Rohlinger wundert sich, dass es nicht früher eine Lösung gab. Ich frage mich aber allerdings wirklich, warum, wenn alles so klar war, ein Beweisverfahren eingeleitet werden musste, warum das 7 Jahre dauern musste, bis hier jemand sagt, wir stehen für die Mängel ein. Auch wenn es nicht immer so schlimm wird wie hier. Ärger beim Hausbau gibt es oft. Die Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht weiß, wie angehende Bauherren sich schützen können. Der erste Schritt ist der Vertragscheck durch einen Anwalt, der sich in diesem Gebiet auskennt, einen Verbraucheranwalt, der die Verbraucherbrille für Bauherren aufhat. Im sogenannten Bauwerkvertrag müssen die Arbeiten und Leistungen der Baufirma genau beschrieben sein. Und dafür braucht man einen Sachverständigen. Und wenn das gecheckt ist, habe ich die zweite Weiche gestellt. Während der Bauphase brauche ich aber auf jeden Fall jemanden, der die Qualität der Bauleistung während der Errichtung kontrolliert. Und zwar durchgängig während des kompletten Bauverfahrens. Diese Tipps für Bauherren kommen hier leider zu spät. Nach der Zusage, dass in ihrem Haus alle Mängel beseitigt werden, haben auch Baumgärtners wieder Hoffnung, dass aus ihrem Albtraum doch noch ein Traumhaus werden kann.
Zuhause, das steht für Sicherheit und Geborgenheit. Doch dieses Gefühl geht verloren, wenn bei einem Einbruch Fremde in der eigenen Wohnung waren. Die Kommissare der Kripo Recklinghausen, Martin Bender und Ines Misch, sind auf dem Weg zu einem Tatort. Ja, uns wurde ein Einbruch gemeldet hier in Castrop-Rauxel. Wir sind jetzt angekommen, wie wir sehen, Mehrfamilienhaus. Und ansonsten mal anschellen, schauen, was passiert ist. Im zweiten Stock sind die Täter in die Wohnung einer chinesischen Familie eingebrochen. Bender, Kripo Recklinghausen, hallo. Die Restaurantbesitzer waren gerade einkaufen, als die Täter ihre Wohnung nach Geld, Schmuck und Wertsachen durchsuchten und leider auch fanden. Heieiei, hier hat man ja gut gewühlt. Und wo war der Schmuck genau? Können Sie mir das einmal zeigen? Der Schmuck war in einem verschlossenen Schrank im Schlafzimmer. Jetzt sind alle Schubladen aufgebrochen, leere Etuis überall im Raum verstreut. Und der Schmuck, guck, ist alles leer. Da Schmuck, da Schmuck, da ist ganz Mietpackung war weg. Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro sollen die Täter gestohlen haben. Noch größer aber ist der emotionale Verlust. Wie fühlen Sie sich jetzt? Tote weh. Hess tote weh. Kommissar Bender sichert jetzt Beweise. Er fotografiert die aufgebrochene Tür, sucht mit Pinsel und Rußpulver nach Spuren. Tatsächlich wird er dabei fündig. Wir haben hier Fingerabdruckspuren. Mit einer Gelfolie sichert er die Fingerabdrücke für eine spätere Analyse im Labor. Die Spur, die werden wir weiterleiten zu unserer kriminaltechnischen Untersuchungsstelle. Die Kollegen werden die Spur auswerten, also wird mit Fingerabdrücken von ermittelten Tatverdächtigen verglichen. Mit DNA-Tupfern sichert er mögliche genetische Spuren der Täter. Auch diese Untersuchung wird später im Labor gemacht. Kommissarin Misch nimmt inzwischen die Anzeige auf und erklärt der Familie, was in die sogenannte Schadensmeldung gehört. Dort können Sie alle gestohlenen Gegenstände eintragen. Da ist extra auch eine Spalte für Schmuck. Das ist ja in Ihrem Fall wichtig, weil ja auch viel Schmuck entwendet wurde. Und wenn dort irgendwelche Gravuren sind, bitte mit eintragen, weil die sind ganz wichtig, um so Gegenstände nachher wiederzufinden. Damit ist die Tatortaufnahme beendet. Für die Beamten beginnt jetzt die schwierige Suche nach den Tätern. Die Aufklärungsquote liegt bundesweit nur bei ca. 15%. Knapp 400 Einbrüche und Einbruchsversuche werden im Schnitt pro Monat bei der Polizei Recklinghausen gemeldet. Unsere Dienststelle ist ja rund um die Uhr besetzt und wir haben jeden Tag mehrere Einbrüche und jeder Kollege von uns nimmt pro Schicht sicherlich so zwischen 2 bis 5 Einbrüche auf im Durchschnitt. 2016 ist die Zahl der Einbrüche in Nordrhein-Westfalen erstmals gesunken, doch mit mehr als 52.000 Taten immer noch sehr hoch. Es scheint tatsächlich beim Einbruchsbereich mehr eine Verlagerung zur Bandenkriminalität stattzufinden, dass Täter tatsächlich organisiert, arbeitsteilig in bestimmte Gebiete reisen, meistens in der Nähe von Autobahnen, Einbrüche begehen und dann auch sehr schnell wieder weg sind. Knapp 160.000 Einbrüche gab es in Deutschland 2016. Und auch in Recklinghausen sind die Einbruchszahlen seit Jahren auf Rekordniveau. Das dichte Autobahnnetz im Ruhrgebiet macht es den Tätern hier besonders leicht zu entkommen. Viele Einbrecher reisen für ihre Taten aus dem Ausland an. Das sind mobile Intensivtäter, so benennen wir das auch landesweit. Wir haben auch die entsprechenden Projekte, um das zu bearbeiten, eine Vernetzung der Behörden und das entsprechend zu optimieren im Ermittlungsbereich. In München setzt die Polizei im Kampf gegen organisierte Einbrecherbanden auf moderne Technik. Lagebesprechung im Präsidium. Hauptkommissar Wolfgang Inderst geht mit seinem Team die Meldungen der letzten 24 Stunden durch. Wieder kam es zu mehreren Einbrüchen. Es waren insgesamt 3, davon war einer erfolgreich mit relativ hohem Beuteschaden, die beiden anderen lediglich im Versuchsstatus. Wie für ihre Kollegen in jeder anderen Stadt beginnt für die Beamten jetzt die Ermittlungsarbeit. Doch damit ist es nicht getan. Die Münchner Polizei setzt zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität ein besonderes Computerprogramm ein. Der Name Precops. Das grundsätzliche Ziel von Precops ist, die Anzahl der Wohnungseinbrüche zu senken. Dazu wird das Programm mit Daten von Einbrüchen gefüttert. Dann macht es eine Vorhersage, wo die Täter als nächstes zuschlagen könnten. Die Grundlage, das sogenannte Near-Repeat-Prinzip. Near-Repeat heißt einfach nur nahe Wiederholung. Nahe zeitliche Wiederholung, nahe räumliche Wiederholung. Wir gehen davon aus, dass Einbrecher, die gewerbsmäßig unterwegs sind,
im Vorfeld schon wissen, wo sie einbrechen wollen. Professionelle Täter gehen nach Plan vor. Um den zu erkennen, benötigt die Software jede Menge Daten und die bekommt sie täglich. Wann und wo wurde eingebrochen? Wie haben sich die Einbrecher Zugang verschafft und was wurde genau gestohlen? Diese Informationen vergleicht die Software mit den Daten aller Münchner Einbrüche der letzten 8 Jahre. Auf Basis dieser hinterlegten Algorithmen wird mir Precops eine grafische Analyse, ein Analyseergebnis ausgeben. Nach einem aktuellen Einbruch berechnet die Software schnell die Wahrscheinlichkeit für eine zweite Tat in der Nähe. Diese Farben kennzeichnen die Gefährdung dieses Gebiets. Wir gehen davon aus, dass attraktive Gebiete, die in der Vergangenheit attraktiv waren, das auch in Zukunft bleiben. Auf eine Woche im Voraus berechnet Precops, wo die Einbrecher am wahrscheinlichsten wieder zuschlagen werden. Diese Prognose geht dann an die zuständigen Polizeiinspektionen. Jetzt hier in diesem Fall, für den dritten Tag in einem Alarm, hat sich ein Folgedelikt ereignet. Wir haben hier also eine neue Karte erstellt, die wir auch an die Inspektion gesteuert haben. Polizisten halten die gefährdeten Straßen besonders im Auge. Das Münchner Konzept hat Erfolg. 2015 gingen die Einbrüche in der Stadt um 22% zurück, auch dank Precops. Dadurch, dass wir zeigen, wir wissen, was du vorhast und wir warten auf dich, werden wir ihn davon abbringen, einbrechen zu gehen. Und aufgrund der tatsächlich sinkenden Fallzahlen sehen wir auch, dass dieses Vorhaben im Ansatz gelingt. Zurück im Ruhrgebiet. Wieder waren Einbrecher am Werk, diesmal in einem Mehrfamilienhaus in Gladbeck. Dieses Schlafzimmer wurde komplett durchwühlt. Die Kommissare Bender und Misch schauen sich um. Hier hat man auch alle Schränke geöffnet, alle Schubladen geöffnet. Hier ist es nicht so schön. Ja, ist ein Schlafzimmer meistens, dass im Schlafzimmer alles durchsucht wird. Ja, weil das so die Bereiche sind, wo viele Leute eben Schmuck, Wertgegenstände, Geldbeträge aufbewahren. Also Schlafzimmer, Wohnraum, Flur, das wird meistens ziemlich durchsucht. Und dann sieht es auch in den meisten Fällen tatsächlich so aus, wie hier jetzt bei Ihnen. Ja. Als die Täter kamen, war die Mieterin bei der Arbeit. Als sie nach Hause kam, traute sie ihren Augen nicht. Und dann habe ich hier geguckt und das war dann schrecklich. Das war die Hölle hier im Schlafzimmer. Da war ich dann total fertig hinterher. Gezielt haben die Täter alle typischen Verstecke nach Wertsachen durchsucht. Was genau fehlt, kann die Mieterin den Beamten noch gar nicht sagen. Sie bekommen auch von uns gleich ein paar Formulare, an denen Sie sich wenden können, falls Sie Rückfragen haben. Auch ganz in Ruhe, wenn Sie wissen, was alles weggekommen ist, wo Sie das eintragen können, die sogenannte Schadensmeldung. Danach werde ich mir dann gemeinsam mit meiner Kollegin nochmal Ihre Wohnung angucken. Die Kommissare suchen Spuren am Tatort. In die Wohnung sind die Täter durch die Tür gekommen, mit Gewalt und einem Schraubendreher. Also hier zum Beispiel haben wir es hier unten in den Bereichen. Da haben wir entsprechende Hebelspuren. Da ist also offensichtlich ein Schraubenzieher angesetzt worden, um die Tür aufzuhebeln. Parallel ist hier das Schließwinkelblech, das hier auf dem Boden liegt, rausgefallen. Ist eben oft so bei diesen Türen. Die Suche nach Fingerabdrücken der Täter bleibt ohne Erfolg. Vermutlich waren auch hier Profis am Werk, die Handschuhe getragen haben. Dann auch da haben wir leider keine frischen Spuren. Auch hier sind wahrscheinlich die sogenannten mobilen Intensivtäter am Werk gewesen. Kommissarin Misch nimmt die Anzeige auf und erklärt die Schadensmeldung. Für die Bewohnerin ist der Einbruch auch emotional ein Problem. Schrecklich, es war ekelig halt eigentlich. Ich weiß ja nicht, was das für einer war, ob das wie dreckig der war und ja, ist eklig. Emotionale Schäden eines Einbruchs können schlimmer sein als finanzielle. Das kann auch im schlimmsten Fall ja auch zu Depressionen führen, dass man auch teilweise auch gar nicht mehr in der Wohnung bleiben kann, dass man ausziehen muss. Damit es so weit erst gar nicht kommt, rät die Polizei, Häuser und Wohnungen zu sichern. Prävention ist wichtig, denn statistisch passiert in Deutschland alle 3 Minuten ein Einbruch.